Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Battle Isle 2 mit mir, dem Captain. Und ich spiele die Mission Nummer 12. Und ich habe gerade hier irgendwo auch gesehen, dass die sogar einen Namen haben. Der Bündnisvertrag. Ja, und das passt ja auch zu dem, denn nachdem ja wir in eine Falle gelockt worden sind, weil der Rom manipuliert oder übernommen worden war, ne, sind wir ja jetzt hier in einer. Ja, wie soll ich sagen? Ja, wunderbar, der ist weg. Gut. In einer Situation. Jawohl, das Nashorn wird niedergeknüppelt. Leider kann der hier sich nicht lange halten. Der wird jetzt hier alles nur niederknüppeln. Das Nashorn wird niedergeknüppelt. Wir sind hier in einer Bündnissituation, weil wir mit einigen Leuten da Bündnisse eingehen mussten. Du kannst aber leider nicht schneller darunter. Oh. Schaffst es echt nicht. Ja, und du kriegst hier jetzt natürlich wieder keinen nix raus, ne? Ist klar. So. Aber nur noch 2 vom Skull, alles klar. Ach, und du stehst hier und ihr könnt nichts machen. Ihr könnt alle nichts machen. So, du stehst da. Kannst nur hier hinten rum. Du kannst dich nicht bewegen. Oh Mann, warum haben wir schon wieder so ein schlammiges Wetter hier? Ach, damit kriegen wir unsere Offensive, die wir eigentlich jetzt starten wollten, natürlich nicht so ordentlich hin, wie ich es mir dachte. Kann ich hier irgendwas anderes anknabbern? Ey, du kommst jetzt auch nicht raus, oder was? Ey, Mann, jetzt stecken die hier fest. Nur die Züge kommen durch. Du kommst dahin. Auch eine Straße, kommst da nicht hin. Der kann zumindest so. So. So kriegen wir auch was hin, ne? Noch eine Schiene.
Aber du steckst jetzt natürlich wieder fest, ne? Das ist echt unglaublich, dass die da so feststecken wieder. Ja, du kannst jetzt natürlich auch wieder nichts machen, ne? So, noch eine Straße, die dann wieder sonst irgendwo lang führt, aber man kann ja nichts machen hier. So, ich würde mal sagen, du holst dir deinen Kram da unten gleich selber ab. Weil bis du da oben bist, ist wahrscheinlich schon wieder Weihnachten vergangen, ne? Und ihr könnt auch alle nicht besonders schnell euch bewegen, weil die ganzen Ketten verschlammt sind. Und hier ist nur ein dummes Scheiß Nashorn da oben. So. Mal sagen, wir fliegen mit unseren Krux-Einheiten jetzt schön hier rüber. Da kannst du den erwischen, das wollen wir nicht. Schön ist, dass wir den Flughafen erwischt haben, genau als er seine Flieger da drin hat. Das lässt uns doch jetzt. Ach, ich wollte doch noch die Einheiten da reinbringen. Ach, ich bin echt zu dumm. Aber die können eh nicht raussetzen. Auch selbst wenn der Flieger jetzt da wäre, die hätten jetzt eh nicht raussetzen können. Oh Mann, ey. Und den Alcor, der sollte auch noch rein. Der hätte raussetzen können. Siehst du? Scheiße. Naja, komm, setz du mal raus. Ist jetzt zwar unsinnig, aber der LKW kann auch nicht raus. Doch, der LKW kann raus. Ja, aber es nützt es, wenn die Einheiten nicht raus können. Oh, ich hätte die gleich am Anfang raussetzen müssen. Das ist, dass sich mittendrin im Spielzug das Wetter so ändert, ist echt übel, finde ich. Du bist eh noch fast voll. Du kannst mal darüber. Vielleicht kann man dich irgendwie als Lockvogel einsetzen. Jetzt kann der sich bewegen, ne? Ja, ich glaube, das war es, weil es ist wieder mal so wie immer. Man kann hier sich nicht bewegen. Wenn die Infrastruktur fehlt, ne? Okay, du verpisst dich, das ist gut. Du setzt dich da rein und willst wahrscheinlich reparieren. Du kümmerst dich um den, okay, das kannst du gerne machen. Okay, Zug gegen Zug ist übel, ist nicht schön. Artillerie gegen den, das ist auch nicht schön.
Jetzt komme ich da nicht durch. Ey, lass meine Anaconda in Ruhe, Mensch. Produziere Einheiten. Ach. Muss ich jetzt irgendwie weg da, ne? Na, endlich. Jetzt, jetzt. Es war nur mal ganz kurz schlammig hier, ne? So, jetzt ist zumindest die Skull weg. Sollte der. Ja, jetzt haben wir wieder ein Hoch. Jetzt sehen wir es, genau. Und was hat er hier? Oh, er bringt die Dinger raus. Okay, gut. Komme ich da irgendwie durch? Ich muss diese Einheit hier wegkriegen. Und dann schaffe ich es mit dem hoffentlich da durchzukommen. Beziehungsweise mit dem. Ziehen wir uns da mal aus der Reichweite von dem Zug. Und so kriegen wir den Sting weg. Sehr schön. Du bist auch ganz schön angeschlagen hier, ne? So, wenn du da sein kannst. Jawohl, du kriegst den da rein. Super. Dann kriegst du den sogar drüben auf die andere Seite durch. Das ist noch besser. Das ist der Stormbringer. Nee, die Straßen will ich ja gerade behalten. Okay, der Monolith ist da. Zwei, drei, vier, fünf. Du kannst nach da gehen, so in beide Richtungen.
kannst nach da gehen. Kann eh nur einer wirklich repariert werden, ne? Ja, und das muss die Anaconda sein. Nee, es können zwei. Und wenn du vorrücken kannst, können dann sogar 1, 2, 3, dann können sogar alle drei repariert werden. Alles klar, gut. Also die Anaconda mal ganz vorne hin. Der da. Und du da. So. Reparatur. 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 Füllen, füllen, füllen. So. Männchen in den Flieger. Nächste Flieger hin. So. Du bist. Dich können wir mal hier versuchen komplett wegzumachen. Jawohl, damit ist der Buggy hier hinten schon mal weg. Ah, du kannst da gar nicht rum, okay. Naja, dann wirst du erstmal angegriffen, Troll hier. War da irgendeiner daneben? Vielleicht. Nein. Gut, also dann, wenn das so ist, kannst mal so. Du gehst mal so. Und du gehst so. So, und damit, da ist noch was scheinbar. So, du kannst in den Zug mal einsteigen. So, dann funktionierst du vielleicht auch ein bisschen besser noch. Straße, genau. So, was machen wir jetzt hier unten mit dem, ne? Kannst jetzt hier hin und die das Nashorn bearbeiten, ne? Na gut, bringt nicht viel. Aber immerhin besser als nix. Du musst dich auffüllen. Du musst dich auffüllen. Du wartest hier. Ist hier was drin? Ja. Na komm, hast du was zum Spielen?
Ja, du kannst den mal befüllen, genau. Und ihr kommt hier jetzt natürlich nicht durch. Jetzt ja, kannst du natürlich nur Infrastruktur zerstören, ne? Ist klar. Da müssen wir hier mal ein bisschen Platz schaffen jetzt, ne? Das ist alles viel zu eng hier, ne? Die warten alle, du bist voll, ne? Du kannst dahin. So, muss von der Straße runter, ne? Müsste doch eigentlich die drei Felder darüber gehen können, oder? Was ist mit dir? Du wartest auf deine Reparatur. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kannst du 5 Stück reparieren lassen. So. Dich nicht, du dich. Dich nicht. Doch, natürlich, alle hier. So, ihr wartet alle auf eure Reparatur. Und jetzt kannst du nämlich hier durch und auffüllen und so weiter. So. Beim nächsten Mal kommst du durch und dann könnt ihr wahrscheinlich auch wieder hoch, ne? Ach, das habe ich ja noch gar nicht eingesetzt, das Schienengeschütz. Super. Acht Felder. Was sollte, wenn er dort steht? Eins. Kriegt er den? Wo hängt der? Nee, kriegt er nicht. Dann müssen wir dich bis nach vorne hinstellen. Ja, geht nicht weiter. War hier eigentlich noch was drin? Ah, ein LKW. Okay. Hatten wir hier noch was drin? Ah, eine Snake. Die können wir noch da unten hinbringen. Der LKW kann wo lang? Nirgendwo. Ja, der kann nicht durch den Wald fahren, der kann gar nichts machen. Okay. So, ihr könnt aber mal rüber. So. Jetzt haben wir hier noch diesen Helikopter. Der meiner Meinung nach allerdings nur. Ah, du kannst die. Da ist ein Supervirus. Da ist ein Supervirus. So. So, du fliegst damit runter. Da, das ist alles nicht so toll. Was ist das? Dengen Airport.
Ja, ich glaube, das könnte ausreichend sein, oder? Kriegen wir das hin? Ich meine, der Flieger wird von was gekillt? Wahrscheinlich von dem Troll. Wenn er das wegzieht, ne? Frage ist, hat er da was drin? Wir können mal hier rüberziehen, um zu gucken, was da drüben noch ist. Nein, hat er nichts drin. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass er hier irgendwie einen schnellen hochziehen wird. Können wir hier noch was dazu bauen? Oh ja, wir können hier was bauen. Genau, wir können hier einen Samurai bauen. Und wir können hier noch einen Samurai bauen. Alles klar, bauen wir zwei Samurai-Panzer. Next round, nächste Runde, auf geht's. Der zieht sich zurück. Der muss den Nashorn attackieren, das war klar. Aber dann ist er. Und der attackiert das Nashorn auch. Gut. Das soll ja auch nur blocken, das Nashorn. Das Nashorn kämpft gegen die Demon-Einheit. Okay, gut. Das Nashorn da oben. Jetzt habe ich jedenfalls seine zwei Hauptfabriken gestohlen. Ne? Okay, ein Nashorn. Oh ja, da hat er Elite-Truppen. Die Demon kämpft dagegen. Ja, in Garson willst du. Ah, jetzt zieht er was raus. Okay, gut. Jetzt ziehst du eine Einheit raus. Produziere Einheiten. Was produzierst du denn jetzt? Hä? Ach, du hast noch irgendwo. Du kannst doch noch irgendwo was produzieren. Ich dachte, ich habe deine Produktionszentren erwischt, aber du hast offensichtlich noch Produktionszentren. Na gut, also. Archimedes. Guck mal, der könnte die. Ah, der kann die nicht machen. Okay, gut. Dann kann er nur die machen. Alles klar. Na komm. So. Dann ist die Demon weg. Und die Trolleinheit ist im Prinzip auch dann gleich weg. Ach, du kommst da nicht durch. Okay, gut. Kommst du da durch? Wird so bestimmt dann zurückziehen, oder? Vier. Hier eine Krux. Noch eine Krux. So. Die Frage ist, wie weit kannst du jetzt hinterherziehen? Da ist irgendwas im Weg hier.
du den wegmachen? Gucken wir mal, die Archimedes, alles klar. Du machst die Reparaturwerkstatt weg. Du haust mal die Anaconda da oben runter. Das solltest du da rein schaffen. Nächste Runde. Du schaffst es diese Runde sogar rein. Ah, das Tankflugzeug kann halt nicht so weit fliegen, ne? Das kann halt nur 8 Felder fliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann aber trotzdem nicht so weit fliegen. Komisch. Jetzt kannst du irgendwo noch was angreifen. Ah, du kannst das Männchen wegmachen. Das könnte der auch. Das könnte der aber auch. Gut. So. Mhm. Kannst da aber nichts mehr. Nashorn, das lässt sich einfach nicht ordentlich entfernen dort, ne? Fehlen ihm wieder 2. Du kannst sogar 3 Felder gehen, ne? Dann, was haben wir hier unten? Befüllen. Und nach oben. Wenn wir gerade hier unten sind, machen wir ihm seinen Buggy weg. Der hat aber auch ganz guten Schaden hinterlassen. Aber jetzt ist der wenigstens weg. Dann jawohl, jetzt ist es weg. Endlich.
kannst du nämlich mit deinen Zehen nach vorne düsen. Ach, 2 gegen 2 ist natürlich auch blöd, aber dann ist er ein bisschen geschwächt. Irgendwas, was da noch kommt. Da oben ist doch jetzt einer, ne? Ein Sinus. Komm, ihr könnt euch jetzt auch weiter oben aufstellen, ne? Stehst. 1, 2, 3, 4, 4. So, kommen wir nicht weiter hier jetzt, ne? Dann gehst du da oben rum. Kannst du sonst was machen? Nein, du kannst nur wieder Equipment zerstören. Ein Anaconda-Zug. Ah. Kannst mal dahin. Bumm. Zack. Der Menier ist zwar dann schon ziemlich angeschlagen. Aber ich denke, wenn wir den Anaconda-Zug jetzt wegmachen können, ist es wert, das eine für das andere zu opfern. Und jetzt ist das Ding weg. Jawohl, damit kann der sowieso nur noch mit seiner Artillerie hier sowieso nur noch einen erwischen. Reparieren wir mal das Nashorn. Kommst du jetzt da durch? Jawohl. Gehen den Fliegern da einen aus dem Weg. Du kannst noch einen kaputt machen. Ist die Frage, was machst du jetzt kaputt, ne? Vielleicht machst du doch den... hier unten was kaputt, damit wir hier besser den, da kommt eh nicht mehr Nachschub großartig. Ach, ich kann hier oben die Pulsar kaputt machen, jawoll. Ja, dann machen wir das. Jawoll.
So ist gut. Und dann kann er gleich auffüllen. Ah, da passt nichts mehr rein. Okay. Kannst du dahin? Du kannst aber nichts mehr wegmachen. Du kannst noch was einnehmen. Aber das sollst du noch nicht einnehmen, ne? Dann betanken wir dich. Okay, zwei Einheiten da oben. Das ist noch alles machbar. Stand hier, war hier noch irgendwas drin? Noch nur ein LKW. Okay. LKW ist mir egal, ne? So. Können wir noch nachrücken? Ja, das ist jetzt alles egal irgendwie hier. Kommen wir nicht weit, ne? Haben wir das jetzt gemacht? Okay. Noch 12 Energie. Noch mehr Samurais. Keine Energie mehr, alles klar. So, sicher ist sicher, dass der gesichert ist und wir gehen in die nächste Runde. Ha, er muss jetzt auch oben auch wieder aushelfen. Jawohl, er setzt sich zurück. Gut, da oben ist auch eine Flugabwehr, alles klar. Die muss ich dann noch ausschalten. Ja, meine netten Verbündeten da oben. Ja, eure
unsere Samurais können da mal in die Tonne kloppen gegen meine Nashörner. Ihr könnt euch gegenseitig befruchten da jetzt. Oh, shit, da hat er jetzt was. Oh, er kann sich wieder bewegen. Und das Nashorn da oben wird gleich weggehauen sein. Nee, er haut erstmal die unsinnigen Einheiten weg. Fangen wir mal mit hier an. Ah, du kommst nicht so weit. Okay, gut. Wenn du nicht so weit kommst, dann gehst du nur bis da. Ich dachte, du kommst weiter. Dann reparieren und dann bist du jetzt schon mal so weit. So, dann ist zumindest schon mal ein Buggy weg. Oh ja, gegen den Alkohol kann man doch gut weghauen. Und jetzt ist der Buggy ganz weg. Vorbei und wir feuern auf den Samurai. Ha, das reimt sich sogar, Mensch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Shit, das passt nicht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, dann kriege ich den auch nicht. Dann musst du hier weg. Ist ein zurück. Hier ist ein vor. Damit ist der Samurai weg. Blopp, und damit haben wir hier hoffentlich einen Straßenabschnitt nach oben angeschlossen. Und jetzt die Frage, welcher hat es am nötigsten und welcher ist am wichtigsten? Du. Auch gleich das. Dann kannst du auch gleich nach oben fahren. Kannst da ein bisschen Wasser sammeln. Ja, damit du nicht gleich vordringst, kannst du das auch so machen, ne? Haben wir jetzt hier eigentlich was drin? Der Heli, genau. So, da ist eine Einheit drin.
Oh ja, nächste Runde bist du mit dem Heli weg, ne? So. Haben wir das? Kannst dich in den Heli begeben. Du hast noch genug. Stopp. Du stürzt gleich ab. Du hast noch eine Runde zu überleben. Ja, super. Da kommt man wieder mal nicht durch. Das ist klasse. Hast du noch eine Boden? Luftverteidigung? Nee, hast du nicht. Ey, du hast mich da abgeschnitten, ne? Das finde ich nicht schön, dass du mich da abgeschnitten hast. Na gut, damit ist die wenigstens ganz weg. Komm, Nashorn muss wieder gefüllt sein. Nashorn gegen Nashorn. Da rein. So kriegen wir auch ein bisschen was. Die Rune darf auch beschossen werden. Kannst du zurück und das Nashorn bearbeiten. Gut. Sind es nur noch drei. Du stellst dich dahin. Ach, da war noch ein Panzer, okay. Na gut, ja, dann kriegen wir ewig nicht weg, ne? Warum kann ich jetzt da nicht reinziehen? Du kannst reinziehen. Ach, wegen der Straße oder was?
Ah ja, und hier haben wir Villa Deng. Sieht auch schon anders aus. Hauptquartier. Können wir da jetzt mit dem reinziehen? Die Frage. Speichern wir ab. Und vielleicht ist das ja dann jetzt der 4, 5. Und vielleicht ist das ja dann der letzte jetzt, ne? Jawohl. Sei denn, ich kann noch irgendwo was machen. Irgendwo Punkte sammeln oder irgendwas. Verbinden wir hier oben das lieber mit der Straße, so. Hä? Das war doch Straße. Warum kannst du jetzt die Felder nach hoch nicht gehen? Wir können den noch vernichten. Das war, sieht ja komisch aus. So. Das ist ein Supervirus und da ist Molfur. Mhm. Aber ich würde sagen, das war's dann, ne? Also, mehr kann ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr machen. Dann nochmal speichern. Ich dann 3. Und dann versuchen wir jetzt mal, ihn einzunehmen. Plopp. Eingenommen. Gratuliere, Stratege. Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Gratuliere, Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Eine Stunde ist rum. Und damit haben wir weitere Luftwaffen, Heer- und Marinepunkte gesammelt. Und der nächste Missionscode ist Sitibu. Ja, und dann sehen wir uns in der verflixten Mission Nummer 13 beim nächsten Mal. Bis denn, sagt der Captain.